Hey Leute, willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Die Firma Tony Petfluencer Agency hat mir ein Paket zugeschickt und ja, ich mache jetzt mal ein kleines Unboxing, um euch mal zu zeigen, was da drin ist. Ja, machen wir das Ding mal auf, würde ich sagen. So, dann packen wir das Ding mal auf. Und schauen mal, was da drin ist. Oh, da haben wir einen Futterautomat von der Firma Tetra, Mayfeeder. Sehr praktisch jetzt für die Urlaubszeit. Und drei Dosen Fischfutter. Ja, sehr cool. Wie gesagt, hier ist der Futterautomat. Dann den packen wir jetzt mal aus und gucken mal, wie der so aussieht, was der kann. Erstmal das Futter hier, ist auf jeden Fall cool. Drei Dosen, ist einiges. Machen wir das Ding mal auf. Hier ist noch Tesafilm dran. So. Das Ganze ist ein elektronischer, digitaler Futterautomat. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr stylisch aus. Hat ja auch eine Halterung für den Beckenrand. Ist halt so, wie es aussieht. Ja, ist auf jeden Fall auch geeignet für offene Aquarien. Und den Fuß kann man auch abmachen. Und kann den auch aufs Aquarium vor die Futteröffnung stellen. Auf jeden Fall sehr cool gelöst, vor allem was jetzt auch für offene Aquarien ist. Ja, machen wir das Ding mal wieder hier drauf. Oder ne, wir brauchen es erstmal nicht, wir können es erstmal eben hinlegen. Ja, Batterien sind auch mit am Start. Auch sehr gut, sogar Markenbatterien. Die halten wahrscheinlich schon eine Weile. Geht das Ding auf? Ah, hier. Hier ist das Batteriefach. Da kommen die Batterien rein. Einmal plus, einmal minus. Zack und zu ist das Ding und schon läuft's. Perfekt. Da kann man sogar einstellen. Uhrzeit, wie viele Programme kann man denn einstellen? Aha, es bewegt sich. Also funktioniert tut schon mal. Also man kann die Fütterung automatisch auslösen und dann kann man halt noch ein paar Programme anstellen, wie man es halt haben möchte fürs Füttern. Und hier sehe ich gerade, kann man die Größe der Futteröffnung einstellen. Ich gucke, ob man das hier sieht. Ah, genau. Das hier ist die Futterreservoirdose. Löst das Ding auf. Passt einiges rein. Also ich glaube, da passt locker mal so eine kleine Dose hier rein. Also hält schon für ein paar Wochen, wenn du ein paar Fische im Aquarium hast. Ach, und hier stellt man die Größe des Auslasses vom Futter ein. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht auf dem Video. Hier kann man die Größe einstellen. Dann kippt man das Futter hier rein. Macht den Deckel zu. Macht das wieder hier rein, macht den Deckel drauf, macht es an sein Aquarium, programmiert die Zeit ein, wann es immer gefüttert werden soll. Also wie gesagt, ist gerade jetzt für die Urlaubszeit halt auf jeden Fall eine sehr geile Lösung, wenn ihr eure Fische halt füttern wollt in der Zeit und keinen habt, der bei euch in die Wohnung geht und halt Futter rein will ins Aquarium. Immer auf jeden Fall darauf achten, dass ihr nicht zu viel füttert, ist klar. Und ja, da ich ja jetzt momentan kein Aquarium mehr zur Hand habe, würde ich sagen, nehme ich das ganze Paket hier mal, pack das hier wieder zurück. So. Und so. Nehmen wir die Box hier wieder. Zack. Pack das Futter hier rein.
Und nehme dieses ganze Paket und schmeiße es zu meinem Kumpel Marcel rüber. Und der erklärt euch, wie man das Ding anschließt, wie man es programmiert und wie man füttert. Hier, Marcel. Okay, Leute, also nochmal vielen Dank an Marcel für die Demonstration. Ja, mein Fazit zu der ganzen Sache ist auf jeden Fall ein sehr schöner Futterautomat, leicht zu bedienen. Man hat drei Einstellpunkte, wie man es einstellen kann, also drei Fütterungszeiten. Das Ding saved innen drin das Futter, also gegen Sonneneinstrahlung, gegen Feuchtigkeit, gegen Hitze. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr cooler Futterautomat. So Leute, wenn ihr jetzt noch mehr Informationen zu dem MyFeeder haben wollt, checkt mal unten in der Videobeschreibung, da ist ein Direktlink zur Homepage und auch ein Amazon-Link, wo ihr den Automat bestellen könnt. Und was ich mir noch überlegt habe, wenn du jetzt diesen Futterautomat hier gewinnen willst,
verlose den jetzt hier auf YouTube. Und zwar, alles, was du dazu machen musst, ist den Kanal abonnieren, ist klar. Das Video liken, einen Daumen nach oben. Und mir in die Kommentare schreiben, warum gerade du den Fotoautomat haben willst. In diesem Sinne, viel Glück und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.